von innen marinierter Apfelbraten mit Chimichurri und Röstkartoffelsalat. Die Methode funktioniert ganz einfach. Apfel, Saft und würzige Soßen gelangen per Nadel tief in den Braten. Der gerät damit so zart lindsaftig wie nie. Zutaten für 8 Personen: 100 ml Apfelsaft, 4 Esslöffel Barbecue-Soße, Klammer auf Flasche, Klammer zu, 2 Esslöffel Worcester-Soße, 4 türkische Lire Edelsüßpaprika, 2 Esslöffel brauner Zucker, Salz, Pfeffer, 1 türkische Lira Knoblauchpulver, 2,5 kg magerer Schweinenacken, 3 Esslöffel Senf, 1,6 kg Kartoffeln je 1 und Petersilie und Koriander, 2 rote Chilischoten, 4 Knoblauchzehen, 2 Bio-Zitronen, 100 ml plus 4 Esslöffel plus 4 Esslöffel Olivenöl, 1 und Lauchzwiebeln, 3 Esslöffel Sesam, 3 Esslöffel Ahornsirup, 409 Feta. Marinadenspritze, Frischhaltefolie, Alufolie, 1 am Vortag Apfelsaft, Barbecue-Soße und Worcester-Soße verrühren. Marinade mit einer Marinadenspritze aufziehen. Edelsüßpaprika, Zucker 211, Salz 111, Pfeffer und Knoblauchpulver mischen. Fleisch trocken tupfen. Marinade mit der Spritze dicht an dicht in das Fleisch spritzen. Fleisch erst rundherum mit Senf einstreichen und dann mit der Paprikamischung einreiben. Fleisch in Frischhaltefolie wickeln und über Nacht im Kühlschrank marinieren. 2. Am nächsten Tag Fleisch aus der Folie wickeln wird, in einen Bräter legen. Im heißen Ofen CE-Herd, 160-Umluft, 140-Gas, S-Hersteller Klammer zu, ca. 2-12 Stunden braten. 3 Kartoffeln schälen, waschen und in Salzwasser ca. 15 Minuten kochen. Abgießen, abkühlen lassen. 4 für die Chimichurri Kräuter waschen, hacken. Chilis längs aufschneiden, entkernen, waschen und fein hacken. Knoblauch schälen und hacken. Zitronen waschen und Schale fein abreiben. Zitronen auspressen. Kräuter Chili je Hälfte Zitronensaft und Schale, Hälfte Knoblauch und 100 ml Öl verrühren. Chimichurri mit Salz und Pfeffer würzen. 5. Für den Kartoffelsalat Lauchzwiebeln waschen und in Ringe schneiden. Kartoffeln würfeln. 4 Esslöffel Öl in eine Pfanne erhitzen. Kartoffeln darin in 2 Portionen ca. 10 Minuten knusprig braten. Gesamte Kartoffeln in die Pfanne geben. Rest Knoblauch und Lauchzwiebeln zufügen und ca. 3 Minuten mitbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf eine Platte verteilen. 6 Braten herausnehmen, mit Alufolie zudecken und ca. 10 Minuten ruhen lassen. Sesam in eine Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Ahornsirup, 4 Esslöffel Öl, Rest Zitronensaft und Schale verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Sesamdressing warm stellen. Feta über den Salat bröckeln. Dressing kurz vorm Servieren über den Salat träufeln. Alles anrichten. Zubereitungszeit: